Achtung! Alles, was folgt, ist immer und jederzeit ernst zu nehmen, entstand einzig aus Neid und Eifersucht, weil ich noch nie Sex, Erfolg und oder Geld hatte. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: Ernie, Merlin, Bert, Fine, Elmo und Marlon Bibo freuen sich über die Geburt von Leroy Grobi. Die schlechte: Es gibt immer noch Drecksteppen auf YouTube. Hydrated! Heißgeliebte Pansen und Pansinchen. Revi, dem alten Abschmalzer, geht's nicht gut. So wirkt es zumindest auf Twitter, denn da hat er neulich Folgendes geschrieben. Ist echt schade, dass dank der neuen Startseite und den Trends meine Klicks und Wachstum seitdem krass runtergehen, obwohl man sich Mühe gibt. Ja, weil 1,7 Millionen Abos für bei Minecraft rumschreien noch nicht genug sind, du Wurst. Aber hey, du gibst dir Mühe und Leute, die sich Mühe geben, sind es auch wert, genauer angesehen zu werden. Puh, was haben wir denn da? Baden in 150 Litern Schleim in Minecraft? Da hat sich aber jemand Mühe gegeben. Baden in 150 Liter Schleim in Minecraft, meine Freunde. Das ist Clickbait auf neuem Niveau. Oder hier, baden in 140 Litern Simon Desio. Es ist eigentlich ein GTA-Video, aber für den mehrsekündigen Gag am Anfang kann man sein 12-Minuten-Video schon mal so nennen. Aber bitte nicht die Partnershop-Werbung für GTA vergessen. So viel Mühe muss sein. Der Link ist in der Videobeschreibung, da gibt's GTA gerade zum super special Hyperpreis. Okay, Spaß beiseite. Natürlich gibst du dir Mühe. Zum Beispiel in deinem Format das Ultratalent, in dem du Minecraft spielst und deine Zuschauer beschimpfst. Übrigens, vorher möchte ich noch anmerken, ich grüße niemanden. Oh, halt deine Fresse! Und ich war so kurz davor, dich wegen all deiner Mühen fürs Bundesverdienstkreuz vorzuschlagen. Aber dann hat sich da jemand eingemischt. Wo bin ich? Ja, in der Mitte des scheiß Thumbnails, du geldgeile Schlag. Kommen wir nun aber zu jemandem, der nicht so klickgeil ist. Marcel zu dem Skorpion. Jedenfalls hat das selbsternannte Systemopfer neulich ein Video rausgehauen mit dem besten Intro jemals. Achtung, bevor das Video losgeht, hier ein Sicherheitshinweis. Und zwar verwende ich für das Wort Mädchen häufiger mal das Wort Slut in diesem Video. Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich schon öfter mal Jungs gehört habe, die genau so über Mädchen gesprochen haben und ich mich darüber lustig machen wollte. Außerdem würde ich euch empfehlen, euch die Zeit zu nehmen, sich das komplette Video anzuschauen, weil es als Gesamtpaket einfach besser funktioniert. Achtung, bevor das Video losgeht, hier ein Sicherheitshinweis. Und zwar verwende ich gegen die Sluts in diesem Video häufiger mal meine Fäuste. Das Ganze hat den Hintergrund, dass ich schon öfter mal Jungs gesehen habe, die genau so Sluts verprügelt haben und ich mich darüber lustig machen wollte. Außerdem würde ich euch empfehlen, euch die Zeit zu nehmen, sich das komplette Video anzuschauen, weil ich am Ende noch eine Collage von den ganzen verprügelten Sluts reingeschnitten habe. Ja, und dann noch ganz kurz was zu der KS Freak Kuchen Marchea Simon Desu Mimi, weh, scheiße. Fassen wir zusammen. KuchenTV stürmt bei KS Freaks Auftritt bei dem Video Days die Bühne, lässt sich von seinem Kumpel Doggy Style nehmen und steckt außerdem Router auf eben jener Massenveranstaltung aus, um Leute bei ihrer Arbeit zu behindern, mit der Begründung, dass seine Zuschauer eben solche Dinge von ihm erwarten. Meine Meinung, Dreckstep. KS Freak wiederum ist sauer auf KuchenTV und bedroht und beklaut ihn, indem er ihm seine SD-Speicherkarte aus der Kamera nimmt. Meine Meinung, Straftaten begehender Dreckstep. So ein bisschen anders verhält es sich meiner Meinung nach bei Leon Marcher und Simon Desue gegen Mimi. Die ersten beiden haben letzterem auch die SD-Karte entwendet, weil Mimi von Leon Marcher mit vorgehaltener Kamera ein Statement zum Thema Fake-Pranks etc. haben wollte. Ja, Kamera vor die Nase ist nicht die feine englische, aber seit wann dürfen YouTuber eigentlich ungestraft Leute beklauen? Lieber KS Freak, Leon Marcher und Simon Desue. Ich weiß eigentlich überhaupt nicht, was ich sagen soll, außer dass ich immer darauf warte, dass euch eure Mütter irgendwann mal so richtig extrem gepflegt den Arsch versohlen, ihr realitätsfremden, in eurer YouTube-Blase lebenden, selbstgerechten Kackkinder. Und lieber KuchenTV, von dir halte ich eigentlich schon mehr, aber wenn du mir jetzt den Router ausstecken würdest, würde ich dich wahrscheinlich auch gepflegt auf Bayerisch fragen, ob es vielleicht einmal auf Fotzen willst. Und Mimi mag ich. Doch kommen wir nun zur allerwichtigsten Sache der Woche, beziehungsweise wahrscheinlich sogar des Monats, denn es ist etwas, das ist mir sehr wichtig, das wollte ich auch mit euch besprechen. Ich denke auch, dass es jeden von uns angeht und ich denke auch, es wäre gut, dass ihr es all euren Bekannten und Freunden weitersagt. Wahrscheinlich habt ihr es eh schon gehört. Der Haider SV absolviert eine Trainingseinheit in der Haider Wasserwelt. Und das ist schlicht und einfach gelogen. Ich habe kein Schwimmbad, ich habe keine Fußballmannschaft und ich werde der Sache auch nachgehen, denn das ist einfach die größte Frechheit seit dem mangelnden Wachstum von Revi und Dagi. Und das war's auch schon wieder von Hydrated YouTube. Da oben gibt's ein paar lustige Videos, die könnt ihr klicken. Ihr könnt mir auch gerne ein Abo da lassen und das Ding teilen und liken und drunter kommentieren. Würde mich sehr freuen. Aber vergesst nie, einen kleinen Schneemann so ab und an in die Mikrowelle zu packen. Das war's von mir. Macht es gut und Hyder out!
Gott.